Das BSW hat auch in Brandenburg ein beachtliches Ergebnis erzielt. Aus dem Stand zweistellig, drittstärkste Kraft vor der CDU. Gerade läuft in Berlin die Pressekonferenz der Co-Vorsitzenden Amira Mohammed Ali und des Spitzenkandidaten in Brandenburg Robert Krumbach. Wir hören mal rein. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, für das Bündnis Sarah Wagenknecht darf ich Sie herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen. Unser Thema sind die Landtagswahlen in Brandenburg gestern. Wie Sie sehen, ist Frau Wagenknecht heute nicht anwesend. Sie wissen wahrscheinlich, dass sie erkrankt ist. Sie befindet sich auf dem Weg der Besserung, aber der Termin war jetzt zu früh. Wir haben auf dem Podium unsere Parteivorsitzende Amira Mohammed Ali und unseren Brandenburger Spitzenkandidaten Robert Krumbach, der jetzt auch frisch gewählter Landtagsabgeordneter ist. Herzlichen Glückwunsch. Und mit Robert Krumbach beginnen auch unsere Einleitungsstatements, bevor dann die Fragerunde losgeht. Anne, ist es? Ja, Sie werden sich sicher vorstellen können, dass wir von dem Ergebnis gestern mehr als überwältigt sind. Es ist ein ganz hervorragendes Ergebnis. Die dritte Landtagswahl in Folge, die wir mit zweistelligen, in diesem Fall auch mit einem sehr guten zweistelligen Ergebnis erreicht haben. Wenn man dann noch die Europawahl hinzuzählt, bedenkt, wie lange es die Partei gibt seit dem 8. Januar, wie lange es den Landesverband gibt, dann haben wir ordentlich was auf die Beine gestellt. Wir verändern ein bisschen die politische Landschaft, aber dafür sind wir schließlich auch angetreten. Ja, das Wahlergebnis selbst hat ein paar Tücken und Finessen. Wir werden das in der Fraktion gemeinsam mit dem Landesvorstand am Mittwoch beraten. Ich bitte auch um Verständnis dafür, dass es erst am Mittwoch erfolgt. Aber das, was Herr Possel sagte, ist noch nicht ganz richtig. Wir sind nämlich alle noch keine Landtagsabgeordneten. Das werden wir erst in dem Augenblick, wo das Endergebnis amtlich festgestellt ist und wir entweder gegenüber dem Landeswahlleiter die Annahme der Wahl erklärt haben, beziehungsweise die Frist zur Annahmeerklärung abgelaufen ist. Nach dem, was ich vom Landeswahlleiter weiß, die Pressekonferenz lief, glaube ich, parallel heute in Potsdam, ist die Sitzung des Landeswahlvorstandes, in der das amtliche Endergebnis festgestellt werden soll, auf den 7. Oktober terminiert. Also frühestens an dem Tag sind wir dann Landtagsabgeordnete. Okay, ja. Sehr gerne. Ja, dann ergänze ich gerne. Ja, natürlich, das war gestern für uns ein wirklich großartiger Erfolg. Robert hat es gerade schon gesagt, zum dritten Mal in Folge zweistellig in einen Landtag einzuziehen. Das ist noch keiner Partei so kurz nach ihrer Gründung gelungen. Also auch da haben wir gestern wieder Geschichte geschrieben. Wir verdanken das, ich glaube, mehreren Dingen. Einmal natürlich unseren tollen Kandidatinnen und Kandidaten. Doch. Wir verdanken das unseren engagierten Mitgliedern und Unterstützern, die ganz toll Wahlkampf gemacht haben. Und wir verdanken das aber auch den Themen, die wir gesetzt haben in diesem Wahlkampf. Wir haben auf Themen gesetzt, die die Menschen in Brandenburg wirklich bewegen. Das betrifft Themen wie Bildung, bessere Gesundheitsversorgung, gerechte Renten, auch das Thema innere Sicherheit, Migration, aber auch das Thema Friedenspolitik. Wir wissen, dass das für viele Menschen, gerade auch in Brandenburg, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und da geht es uns einmal um das Thema Ukraine-Krieg. Wir haben immer gesagt, dass wenn wir in eine Landesregierung gehen, dass wir das nur tun werden, wenn diese Landesregierung, was dieses Thema angeht, auch klar Farbe bekennt und sich laut ausspricht für mehr Diplomatie im Ukraine-Krieg und sich auch ganz klar positioniert gegen die Stationierung der US-Mittelstreckenraketen. Denn auch in Brandenburg ist es so, genau wie auch in Thüringen und in Sachsen, dass eine ganz große Mehrheit der Bevölkerung das klar ablehnt, weil sie sehen, dass dadurch die Kriegsgefahr steigt, unmittelbar für Deutschland. Das ist eine Einschätzung, die wir teilen. Und deswegen ist das ein Thema, das wir auch zum Wahlkampfthema gemacht haben. Und ich denke, das war sehr richtig, dass wir das getan haben. Neben aller Freude auch über dieses Wahlergebnis ist es ein Ergebnis, was ja sicherlich nicht nur Grund zur Freude gibt, denn es zeigt ja auch, dass es eine ganz, ganz große Unzufriedenheit gibt mit der herrschenden Politik, die sich zum Teil auch in dem großen, also in dem sehr starken Ergebnis der AfD niederspiegelt. Ich glaube, dass Herr Woidke mit seinem, ja,
Ultimatum letztlich, dass er gesagt hat, wenn die SPD nicht stärkste Kraft wird, dann geht er. Dass das etwas ist, was sicherlich der SPD geholfen hat, aber auch nicht nur, sondern das hilft dann auch der Partei, gegen die er sich da stellt. Und das war in dem Fall die AfD. Das muss man ganz klar sehen. Wir gehen gestärkt aus dieser Wahl hervor. Wir nehmen das als großen Rückenwind, auch für das, was jetzt als Partei vor uns liegt. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten den Parteiaufbau weiter vorangebracht. Wir haben mehrere Landesverbände gegründet. Am Sonntag den 10. Landesverband in Rheinland-Pfalz. 6 liegen noch vor uns. Das heißt, wir bereiten uns mit großen Schritten vor auf das nächste Jahr, auf die Bundestagswahl. Die Wahl in Brandenburg war wieder eine Klatsche für die aktuelle Bundesregierung. FDP und Grüne sind ganz klar abgestraft worden. Bei der SPD hat sich das etwas anders dargestellt. Aber ich glaube nicht, dass Olaf Scholz jetzt aufatmen kann. Denn es hat ja einen Grund gehabt, warum Herr Woidke ihn völlig ausgeblendet hat in diesem Wahlkampf. Es gab keine Auftritte vom Bundeskanzler. Das war also ganz klar eine Abgrenzung zur SPD-Bundespolitik. Ich glaube, auch nur deshalb war dieser Erfolg für die SPD in Brandenburg möglich. Wir wissen nicht, wie lange diese Regierungskoalition in Berlin noch hält. Herr Kubicki hat ja sich gerade gestern, meine ich, sehr, sehr kritisch geäußert, dass diese Koalition überhaupt das Ende des Jahres noch erreichen wird. Wir würden das begrüßen, wenn die Ampel den Weg freimacht für Neuwahlen, und wir sind darauf vorbereitet, wann auch immer dann am Ende die Wahlen kommen. Ja, so viel einleitend. Gut, dann können wir jetzt zu Ihren Fragen kommen. Als erstes hatte ich Herrn Buchsteiner auf der Liste. Herr Krumbach, mich würde interessieren, Sie haben im Wahlkampf des Öfteren den Eindruck erweckt, Sie hätten gar nicht so richtig Lust auf das Regieren. Sie haben auch von Tolerierung gesprochen, Sie haben auch von Opposition gesprochen. Fühlen Sie sich jetzt zum Regieren verdammt? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, welche Rolle spielt der Ausbau brandenburgischer Bundeswehrstandorte, Stichwort Holzdorf, in Ihren Überlegungen um Krieg und Frieden für einen möglichen Koalitionsvertrag? Ist das mit dem BSW zu machen, dort die Transporthubschrauber und das Luftabwehrsystem zu stationieren? Also ich habe ja Verständnis dafür, dass Journalistinnen und Journalisten manchmal von Dingen bewegt werden, die die Bevölkerung vielleicht nicht so umtreiben. Wir machen Politik für die Menschen in Brandenburg, und für uns steht das Interesse Brandenburgs im Vordergrund. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich regieren will, ob ich nicht regieren will, ob ich Minister werden will oder ob ich so etwas nicht will. Das spielt gar keine Rolle bei unseren Überlegungen. Ich habe immer gesagt, wir haben ein schwieriges Wahlrecht in Brandenburg. Wir haben jetzt ein Ergebnis bekommen, das nicht einfach ist. Amira hat das angedeutet mit den vielen Stimmen für die AfD, die erst durch diesen Zweikampf so stark gemacht worden sind, wie sie dann am Ende geworden sind. Wir gehen damit um, wir besprechen das am Mittwoch und dann schauen wir, was am Ende bei rauskommt. Ich kann das nicht vorwegnehmen. Ich bin, glaube ich, auch zwischenzeitlich so alt, dass ich so etwas nicht leichtfertig jemals vorwegnehme. Aber nochmal, es ist keine Frage, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen, sondern wir machen vernünftige Politik für Brandenburg und richten das ausschließlich am Interesse der Brandenburgerinnen und Brandenburger aus.